Liebe WHO-Community, im November haben wir die Anmeldung zur WHO-Saison 2021 gestartet und dabei über 40 regionale Wettbewerbe in den warmen Sommermonaten und damit etwas später als üblich für die WHO angesetzt. Die andauernde Pandemie macht jetzt aber auch ein paar Anpassungen an diesem Plan notwendig und wir möchten euch heute deswegen unseren Fahrplan für das restliche Jahr mit der WHO-Saison 2021 vorstellen. Ganz bewusst möchten wir für uns alle, für Teams, für Coaches, für Schulen, für Wettbewerbspartnerinnen und Partner in unserem Verein damit eine Perspektive schaffen und Klarheit, was in dieser WHO-Saison 2021 uns alle noch erwartet. Ich erläutere euch jetzt, was es für in den einzelnen Wettbewerbskategorien mit den Anpassungen auf sich hat und das ist teilweise unterschiedlich. Ihr könnt das auch noch nachlesen auf unserer Internetseite. Beginnen möchte ich mit der Open-Kategorie. Für die Open-Kategorie haben wir entschieden, dass es keine Präsenzwettbewerbe geben soll und ausschließlich hybride Wettbewerbe angeboten werden. Hybride Wettbewerbe heißen, dass sich die Teams eigentlich fast wie gewohnt auf einen Wettbewerb vorbereiten, dann aber kurz vor dem Wettbewerb ein Projektvideo einsenden und an einem Wettbewerbstag von zu Hause oder aus der Schule ein Online-Interview mit einer Jury führen. Also Open-Kategory nur in diesem hybriden Format. In der Regular-Kategory sieht es etwas anders aus. Dort werden wir zum einen weiterhin Präsenzwettbewerbe anbieten, allerdings nicht vor Mitte Juni, zum Zeitplan komme ich gleich nochmal, und außerdem auch hybride Wettbewerbe als weitere Option schaffen. Hybride Wettbewerbe in der Regular-Kategorie bedeuten, dass die Teams dort ein oder mehrere Videos von Roboterfahrten einsenden und die dann bewertet werden. Diese hybriden Wettbewerbe, die sind jetzt auch schon terminiert und die Teams können sich direkt dazu anmelden, aber auch daran noch teilnehmen, wenn ein Präsenzwettbewerb dann vielleicht doch nicht stattfinden kann. Daher liegen die hybriden Termine ganz bewusst auch nach den letzten Präsenzwettbewerben. Ja, und dann in der Football-Kategorie ist es uns leider nur möglich, Präsenzwettbewerbe anzubieten, weil die Kategorie einfach von der Interaktion mit den Robotern auf einem Spielfeld lebt. Wir versuchen es daher weiter mit den Präsenzwettbewerben, terminieren die auch nochmal ein bisschen neu. Und das könnt ihr dann auf unserer Internetseite nachlesen, wann diese Termine stattfinden. Ja, insgesamt ist es mir wichtig, zu den Präsenzwettbewerben zu sagen, natürlich sprechen wir mit unseren Wettbewerbspartnerinnen und Partnern darüber, wie Präsenzwettbewerbe in dieser aktuellen Situation, beziehungsweise dann später im Juni, Juli, August, September, möglich sein werden. Ihr könnt euch sicher sein, dass wir dabei immer die jeweils regionalen Gegebenheiten im Blick haben, auch rechtzeitig vorher Hygienekonzepte für die Veranstaltung veröffentlichen werden. Damit einhergehen dann auch Überlegungen, können da Besucher dabei sein oder nur Teams? Muss man den Zeitplan vielleicht ein bisschen anpassen in diesem Jahr? Also da müssen wir alle einfach gemeinsam ein bisschen flexibel sein. Wir werden da verschiedene Varianten von Wettbewerbsformaten und Wettbewerbszeitplänen vorbereiten, denn es mag auch Unterschiede geben zwischen einem Wettbewerb im Juni und im September. Aber ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir das im Blick haben. Ja, zusammenfassend möchte ich noch mal einmal auf den Zeitplan gucken, denn es wird definitiv keine Wettbewerbe vor Mitte Juni geben. Wir werden einige Wettbewerbe deswegen noch mal verschieben bis in den September hinein. Die letzten Wettbewerbe finden dann Ende September statt. Einige hybride Wettbewerbe, wie schon eben gesagt, ganz bewusst nach den letzten Präsenzwettbewerben, sodass sie auch eine Alternative sein können, wenn Präsenzwettbewerbe dann doch nicht stattfinden können. Sodass ihr euch sicher sein könnt, dass ihr mit eurem Roboter auch wirklich bewertet werdet in diesem Jahr. Entweder dann bei einem Präsenzwettbewerb in der Regular Category zum Beispiel oder beim Hybridwettbewerb in der Regular Category oder direkt Hybrid in der Open Category. Ja, alle Teams, die jetzt schon angemeldet sind, können sich natürlich immer zu einem anderen Wettbewerb, der später liegt, in Präsenz oder auch in hybrider Form ummelden oder auch neue Teams direkt zu hybriden Wettbewerben anmelden. Werft dabei einen Blick auf unsere Wettbewerbsliste, denn da haben wir jetzt eine neue Kennzeichnung eingefügt, wo ihr sehen könnt, bei welchen Wettbewerben wir gerade noch überlegen, ob der verschoben wird, der vielleicht schon verschoben ist oder der einfach erstmal so weiter bestehen bleibt. Ja, wir freuen uns, wenn wir uns allen damit eine neue Perspektive für dieses Jahr bieten können und freuen uns, wenn noch viele von euch in dieser WHO-Saison dabei sind. Gemeinsam möchten wir weiterhin Robotergeschichte schreiben und natürlich ganz viele Kinder und Jugendliche für Technik begeistern. Wir freuen uns auf euch.